Willkommen zurück zu einem weiteren Spieltest, Teil 2 von Polytopia. Und wir sind hier gerade dabei, Bugu zu übernehmen. Und ich würde sagen, beenden wir einfach den Zug oder machen wir noch irgendwas? Ja, wir senden den mal nach da oben. Die Bagu sind ja jetzt inzwischen so gut wie ausgelöscht. Wir brauchen ja nur noch hier die letzte Stadt. Und dann müssen wir uns aufmachen und hier die Umaji bekämpfen. Vorher würde ich noch gerne in den Tech Tree einmal reingucken. Und mal gucken, was wir da haben. Oh ja, das ist sehr gut. Hier haben wir einmal den Wassertempel, der ist ein bisschen uninteressant. Aber hier haben wir Verteidigungsbonus in Wasser und im Ozean. Das werde ich auf jeden Fall nehmen. Weil wir uns dann, wenn wir hier sind, besser verteidigen können. Auf den Schiffen. Ich würde sagen, machen wir hier einfach noch einen Tempel, noch einen Hafen hin. Damit wir da schneller hinkommen. Dann beenden wir mal den Zug. Und da haben wir ja die Bardur zerstört. Dann nehme ich mir mal den da und gehe mal hier unten hin. Da ist noch ein Tempel, den will ich mir nicht unbedingt angucken. Den heile ich mal. Den heile ich auch mal. Alle einmal heilen. So, dann haben wir hier den Riesen. Das verbessern wir auch gleich mal aufs Schlachtschiff. Oh, und dann sehen wir schon, die sind weiter als ich dachte. Deshalb mache ich hier noch einen Hafen hin. Damit ich auch von hier angreifen kann. Und dann wenden wir auch gleich mal den Zug. Und dann gucken wir mal, können wir den da reinpacken? Nein, dummerweise nicht. Wir kommen nämlich nicht am Pferd vorbei. Müssen wir... Wow, okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Gut, dann machen wir hier noch eine Mine hin. Grenzwachstum natürlich, können wir noch mehr sehen. Und packen hier das Pferd rein und machen einfach noch ein paar von den Häfen hin. Hier am besten. Dann kriegen wir auch noch da wieder ein weiteres Upgrade. Super Haltenheit. Haben wir noch einen Riesen. Und können dann super gut angreifen. So, mit dem würde ich erstmal hier hingehen. Okay, die Grenze geht bis dahin. Das ist gut. Dann ist sie nicht zu weit. Und dann gehe ich mal hier wieder aufs Land. Es hat leider keine Wasserverbindung, deshalb muss ich die Schlachtschiffe zerstören. Und ja, wir sollten hier auf jeden Fall noch Straßen hinbauen. Großer Bazar haben wir abgeschlossen. Das stellen wir dann einfach hier wieder zu unserer Hauptstadt. Vielleicht sollte ich hier auch einen Tempel machen, aber dafür habe ich leider keine Sterne mehr. Gut, dann bewegen wir den einfach mal dahin und beenden den Zug wieder. Mit dem Schlachtschiff gehe ich da mal hier hin. Oh, da gibt es noch ein Dorf, das ist sehr schön. Ja, da komme ich da noch nicht ganz ran. Aber ich kann ja schon mal die da alle in Boote reinsetzen. Den heile ich nochmal, damit wir da volle Leben haben. Und ja, da mache ich natürlich hier noch einen Hafen. Kriegen direkt noch ein Upgrade und eine super Einheit. Dann wieder zurück zum Tech Tree. Was können wir noch machen? Zollhaus. Damit kriegt man pro Hafen zusätzliche Sterne. 2 Stück pro Hafen. Ich würde sagen, das nehmen wir uns mal. Und gucken mal, können wir... Ja, wir können das einfach hier hinstellen. So, ein Zollhaus, dann kriegen wir mehr Sterne und können mehr machen. Hier würde ich dann noch eine Mine hinstellen. Dann kriegen wir hier auch noch ein Upgrade und noch eine super Einheit. Den da können wir angreifen, ich glaube, das machen wir auch gleich mal. 9 Schaden, das ist nicht schlecht. Den würde ich nochmal heilen. Und das können wir leider nicht bewegen.
Stimmt, ich könnte hier noch eine ganze Menge Holzhütten machen, das mache ich aber jetzt nicht. Ich würde stattdessen. Ach, wir können gar nichts mehr machen. Gut, dann beenden wir den Zug. Dann gehen wir mal hier, belagern das Dorf, holen uns gleich noch die zwei Wale, die da sind. Mach ich mal so und schieß den Reiter ab. Oh, wir können sogar drei Wale bekommen. Ist natürlich sehr schön. So, fahren wir mal raus. Und die Riesen verbessere ich alle zum Schlachtschiff. Die Schwertkämpfer lasse ich erstmal so. Mit denen werde ich halt hier landen und dann angreifen. Okay, warte mal, ich würde gerne hier eine Straße bauen. Dann kann der nämlich besser vorankommen. Ja, Schlachtschiff verlassen. Den Riesen schicken wir dahin. Den dahin. Ich würde gerne noch gucken, was hier ist. Ich glaube, da ist wahrscheinlich noch so ein Tempel oder so wie hier. Eine Ruine, meine ich. Aber dann bilden wir mal erstmal einen. Schwertkämpfer können wir nicht. Egal, machen wir einfach einen normalen Krieger. Dann sollte das auch klappen. So, die bewegen sich alle dahin. Das ist mir aber relativ egal. Wir holen jetzt erstmal den Wal. Dann fischen wir hier. Dreimal. Machen wir ausnahmsweise mal einen Entdecker. Dann können wir ein bisschen mehr sehen. Und der Entdecker enttäuscht mich natürlich direkt. Ist natürlich nicht so toll jetzt, aber egal. So. Ich würde den Stadtwall nehmen, zur Sicherheit halt. Nochmal einen Hafen und nochmal einen Hafen. Grenzwachstum und dann holen wir uns die beiden anderen Wale auch noch. Wal und noch ein Wal. Nochmal hier Fische. Vielleicht noch einen Hafen oder so. Und ein Wassertempel. Super Einheit, sehr schön. So, dann schießen wir mal weiter da drauf, auf den gegnerischen Riesen. Haben wir den auch schon ausgelöscht. Und dann schieße ich einfach mit den Schwertkämpfern und Kriegern hier noch auf den da. Der kommt auch nicht weit. So, das können wir leider noch nicht upgraden, aber wir können schon mal hier hinfahren. Und da haben wir direkt ein Dorf gefunden. Wow. Und dann beenden wir einfach den Zug. Jetzt lassen sie mir natürlich ganz schön viel Platz hier. Deshalb gehe ich rein. Schießen wir den nochmal ab. Oh, das war ein bisschen dumm jetzt. Ja, da kriege ich jetzt einmal auf die Mütze. Setzen wir den einfach dahin. Haben wir schon mal eine starke Einheit. Den greifen wir direkt an. Und da greifen wir auch nochmal an. So, mit dem Riesen fahren wir mal außen rum und mit dem Krieger hier fahre ich einmal nach hier. Einfach mal, um zu gucken, was da los ist. Oh, wir haben ja hier noch zwei Riesen. Können wir auch noch hier lang gehen. Und machen jetzt mal, weiß nicht, Sägewerk, Schilde, irgendwas, was halt noch frei ist. Zug beenden. So, sieht gut aus. Jetzt greifen wir den nochmal an. Zweimal. Zerstören den. Den heilen wir mal. Da schießen wir einmal drauf. Schwertkämpfer, den schicken wir auch mal hier hin. Und das verbessern wir auch zum Schlachtschiff. Und noch ein Reiter, der kommt dahin. Und noch ein Riese. Den machen wir noch nicht zum Schlachtschiff. Den da machen wir zum Schlachtschiff. So.
Den Riesen schicken wir einmal außen rum. Und den da hier hin. Nein, nichts, nur ein Stück Wald war da. Dann können wir auch zurück. Den heilen wir einmal. Ich weiß, ich könnte die Stadt jetzt übernehmen. Aber da ist halt noch der Reiter und der Krieger. Und wenn man den Riesen einmal bewegt, dann kann man den, kann man mit dem nicht mehr angreifen. Okay. Das habe ich mir so in etwa gedacht. Deshalb gehe ich jetzt hier rein. Und dann warte ich noch kurz, dann mache ich einmal so. Mach so. Schieß den nochmal ab. Das reicht noch nicht. Dann schieße ich da nochmal drauf. Dann schieße ich da mal drauf. Schieße ich nochmal auf den, damit die bloß nicht hinterherkommen können. Da heile ich nochmal. Und so machen wir das. Ich hoffe, da ist jetzt niemand dahinter. Da haben wir nur einen normalen Krieger. Ja, ich hätte das auch zum Schlachtschiff verbessern sollen. Okay, sie haben also drei, ja vielleicht auch vier Städte. Müssen wir mal gucken. Den schicken wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Und dann haben wir hier einfach noch die Windmühle. Ich würde sagen, komm, wir machen hier einige Holzhütten. Und hier in der Mitte halt ein riesengroßes Sägewerk. So. So, dann machen wir hier noch ein paar mehr Holzhütten hin. Für noch mehr Bonus. Ah, das bringt gar nichts mehr, weil es nicht mehr daneben steht. Aber das hier bringt auf jeden Fall noch was. Und das hier auch. Jetzt fehlt nur noch eins. Hier könnten wir eine Schmiede hinmachen. Aber ich würde auf jeden Fall... Oh, wir könnten für diese Stadt ein Sägewerk hier hinbauen. Haben aber noch nicht genug Sterne. So, was können wir da machen? Nichts. Da können wir nichts machen. Ja, das habe ich so gedacht. Und da gehen wir mal lieber wieder einen Schritt zurück und machen die dann mal fertig. Ich schieße jetzt einfach da quer hin. Dann übernehmen wir Jiha. Dann bauen wir unbedingt noch ein paar Bauernhöfe hier. Nee, keine Windmühle, Bauernhöfe. Und ich würde sagen, hier eine Windmühle. Das bringt dann halt nochmal extra. Eine super Einheit, sehr schön. Und dann gehen wir mit dem Reiter weiter. Noch eine Mine. Noch eine Holzhütte. Noch eine Holzhütte. Und auf jeden Fall ein Hafen. Noch eine super Einheit, sehr schön, wir sind gut vorbereitet. Den heilen wir mal. Hier gehen wir hin, verbessern das. Ah, geht leider nicht weiter. Muss es so bleiben. Mit dem fahren wir bis hier hin. Den müssen wir unbedingt mal heilen. Fahren weiter. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Stau. Naja, egal. Oh, wir haben hier noch den hier. Dopi hat gar keinen Hafen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Oh, noch eine super Einheit. Ja, dann muss ich die erstmal hier warten lassen. So, haben wir noch irgendwas? Nein, wir können nichts mehr bewegen. Wow, die haben wirklich keine Chance. Wir schicken die jetzt alle hier in die Ecke. Verbessern das noch. Schicken den hier hin. Schießen da einmal hin. Den heilen wir einmal. Den schicken wir auch hier hin. Schießen den hinteren ab. Schießen da mal hin. Und da einmal heilen wir alle. Und jetzt sind wir drin. Sind drin. Hier haben wir noch einen Reiter. Den heilen wir auch nochmal. Und dann schicke ich hier diese ganzen Riesen durch.
Und jetzt ist der Hafen natürlich blockiert. Machen wir einfach noch einen. So, und ja, das reicht noch nicht ganz. Hier übernehmen wir gleich das Dorf. Und da haben wir auch schon unsere nächste Stadt. Na komm schon. Machen wir hier eine Mine hin. Und da klingt das Telefon. So, da bin ich wieder. Entschuldigt das bitte. Da haben wir noch das Dorf. Jetzt haben wir es konvertiert. Jetzt gehört es uns. Gehen wir mal fischen. Und erhöhen mal wieder die Werkstatt. Dann haben wir direkt noch ein Upgrade. Ich nehme einfach die Ressourcen. Hafen noch. Und, oh, das war das Falsche. Egal, noch eine Super-Einheit. Aber hier können wir noch einen Hafen hinmachen. Und dann haben wir auch das. Jetzt müssen wir nur noch da angreifen. Und die Riesen ein bisschen verschieben. So. Gehen wir mal da aufs Land mit dem Riesen. Wir kommen leider nicht ganz bis zur Stadt. Ist ein bisschen weg, bisschen weit weg. So, und gehen wir mit dem auch einfach aufs Land. Haben wir auch schon fast alles erkundet. Mit dem würde ich sogar erkunden gehen. Einfach mal hier so eine Straße bauen. Und kommt natürlich nicht dahin. Toll. So, dann gucken wir noch mal kurz in den Tech-Baum. Da haben wir hier die Bergverteidigung. Zusätzliche Stärke beim Verteidigen in Berg, Bergtempel und Pazifist. 5 Züge lang nicht angreifen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber ja, ist ja jetzt erstmal egal. Und Schlag, fertig. Das war's auch schon. So, gehen wir mal dahin. Gehen wir mit dem mal dahin. Wir haben den Reiter frei. Aber können wir noch nicht viel machen. Aber wir können hier einen Hafen hinmachen. Einen Hafen, dann können wir gleich mit dem Reiter dahin. So, hier haben wir noch einen Riesen, den können wir da reinmachen. Und holen wir uns jetzt einfach die ganzen restlichen Upgrades. Reicht noch gar nicht, schade. Egal, dann beenden wir einfach den Zug. Und übernehmen Lamudor. Stadt erobert, Umaji zerstört. Und ich habe alles erobert. Schade, ich werde nicht alles erreichen können, nicht alles, was ich wollte. Aber machen wir zumindest das hier fertig. Und jetzt haben wir den Turm der Weisheit freigeschaltet. Den kriegt man, wenn man alles gebaut hat. Aber jetzt haben wir es. Moment, kann ich? Nein, das ist doof. Warte mal, Wald abholzen. Wald in Feld verwandeln, da kriegen wir Sterne. Und wenn wir Sterne bekommen, können wir vielleicht noch einen Hafen bauen. Ich brauche noch ein Stück Wald, das nicht unbedingt genutzt wird. Komm, wir zerstören das mal und holzen das Wald ab. Holzen den Wald ab. Hier haben wir noch eins. So, dann gehen wir hier hin oder machen wir das hier hin? Ich würde sagen, machen wir hier hin, sicher gehen. Und dann kommen wir dahin. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt echt doof. Da muss ich nämlich noch mehr Wald abholzen.
Ach, egal. Ich hätte gern noch den letzten Turm gehabt, also das Auge Gottes, das ist hier so eine goldene Statue. Das bekommt man, wenn man überall den Nebel gelichtet hat. Aber das ist jetzt auch egal, wir haben es geschafft. Spiel beenden. Wir haben gewonnen. Und Endbewertung 70%. Schwierigkeitsbewertung normal 40%. Wenn man das auf dem höchsten Wert spielt, kriegt man natürlich 100. Tempofertigkeiten, ja, hatte ich ein bisschen viele Züge. Und ich habe auch 8 Einheiten verloren. Das ist natürlich nicht so toll. Aber wir haben es geschafft. Und damit haben wir auch schon das erste geschafft. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn das erste Video 15 Likes bekommt, dann mache ich noch ein bisschen mehr dazu. Ansonsten nicht mehr. Also, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.